Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zum zweiten Teil unseres 59. Teils von Schlacht um Mittelerde, Teil 2. Oder so ähnlich. Ja. Und jetzt geht's weiter. Wir waren ja im Ringkrieg stehen geblieben. Ich glaube, wir waren eigentlich schon fast fertig mit der Runde. Jetzt kommt halt dann Runde beenden, nicht? Könnte man machen, ja. Kann man machen, ja. Oh, jetzt verdüttelt er sich. Ja, stimmt. Soll Wahnsinn. Ich das nehmen? Wahnsinn. Musst du da links aufpassen. Hey, du hast ja viel weniger Territorien als ich, oder? Kriegst du. Wo muss ich aufpassen? Da ganz links. Links von dem... Da sind Einheiten und eine Festung. Schlangenzunge habe ich hier. Aber er hat trotzdem viel. Ich werde da wahrscheinlich noch mit Einheiten runterziehen. Jetzt kloppen wir ihn links zusammen, oder? Wieso? Wir haben noch nichts. Ist ja nichts passiert, kein Kampf. Ja, aber kloppen ihn zusammen dann. Nächste Runde, würde ich sagen. Ja, das mache ich ja. Wir latschen da beide hin. Okay. Ganz schön am Umgang. Immer ich. Ja. Selber schuld. Puh, was mache ich denn da? Da hau ich auch so hin. So. Oder kommst du da? Sind mit Schlangen. Ha! Ich komme sogar in dein Gebiet rein. Geil. Kann ich mich mit Schlangenzunge hierhin verpissen? Wie in mein Gebiet rein? Ja. Mit. Hä? Verstehe ich nicht. Wieso kann ich jetzt nicht. Manchmal verstehe ich das nicht. Was denn? Also ich komme jetzt mit Saruman komme ich in dieses Gebiet rein. Das heißt, ich kann Schützen und Schlangenzunge runterziehen. Passt. Aber manchmal verstehe ich das nicht, warum ich jetzt mit diesen Einheiten hier oben, ja, kann ich das Gebiet ziehen. Mit Schlangenzunge gehe ich hier rein. Wieso kann ich jetzt die Einheiten nicht gleich in Schlangenzunge reinziehen? Ich kann es jetzt auch hier nicht sagen, sie sollen in Schlangenzunge reingehen. Glaube ich zumindest. Ist doch egal, machst halt nächste Runde. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber an manchen Stellen funktioniert es einfach total los. Ja, aber das funktioniert also trotzdem nicht. Das geht ja nirgendwo so. Na, wenn du meinst. Mann, ich habe einen Haufen Rohstoffe, also ich kann damit einiges anfangen zum Ausbilden. Ja, schön. Ich nicht, oder? Doch, ich habe eine Menge Rohstoffe. Ich kann noch nicht so viel ausbilden. Wie viele Ausbildungsstätten habe ich gar nicht, dass ich das alles wegkriege. Nicht? Nee. Ich schon. Ja, schön für dich. Ist lustig, schaut, die Dunländer hier sind so teuer wie die aus, wenn ich sie aus dem Gasthof beschwör. Ich frage mich nur, ob die jetzt aus der Clanhütte auch so teuer sind. Wenn ja, dann ist es total billig, dass ich sie im Gasthof für 150 bekomme, wo ich sie bei der Clanhütte auch für 150 bekomme. Nee, die sind schon teuer, glaube ich. Weil hier kriegst du für 150, weil die Menschen aus Tal kriege ich nämlich in dem normalen Schießstand bei den Zwergen auch nur für 500. Hm. Ich gehe mit deinem... Wer ist denn das eigentlich? Gorkil. Naja. Du musst halt mit deinem Azog aufpassen. Aber gut, das ja, mein. Passt ja. Ich glaube mal, das passt so jetzt, oder? Es dürfte gehen, ich habe eh eine Festung. Gut, dann Phase beenden. Haha, wir können angreifen. Die erste Schlacht, Echtzeit, oder? Puh, können wir gerne Echtzeit machen, ja. Haben wir die erste Schlacht mal. Wird lustig. Lustkraftbahnfahrer. Wer das nicht kennt, das ist New Kids. Ja, das unser Mongo halt. Der habe ich, glaube ich, eh schon mal verwendet als Bild beim unserer berühmten Extreme Biker Folge, wo wir halt schon sehr, sehr, sehr mongohaft waren. Ja, waren wir fleißig. Mhm, so gegen Ende. Okay, los geht's. Was sind das eigentlich? Helms Klamm. Ach so, wir müssen die Einheiten. Wir müssen die Festung erstürmen. Das kann sein. Ich dachte, wir sind fertig. Das ist kein guter Platz. Haltet eure Waffen bereit. Wieso hast du schon wieso sind denn deine Leute schon? Ja, weil ich das halt gemacht habe. Ausgerüstet. Ja. Frechheit. Ja, mei. Gibt's ja eigentlich Nester? Noch ein Gebäude fertiggestellt. Keine Ahnung. Mach dich heute kosten wir Menschenfleisch. Wir wären dann fertig. Weiter. Baut. Ich glaube nicht, hier gab's irgendwo Nester, aber ich finde es gerade nicht. Kann sein. Ich finde, der Lutz hat eine verdammt große Sichtweite. Weiter. Der Lutz. Lutz, ja. Der X-Lutz. Mit dem roten Stuhl. Beeilt euch.
Oh Mann. Rennt! Macht euch kampfbereit! Nicht zurückfallen! Weiter, weiter! Der ist gefährlich! Ist da unten eins? Ne, das ist nur Dreck auf meinem Bildschirm. Ne, ich glaube, hier ist keins. Jetzt habe ich gerade gedacht, da unten ist was, dabei ist es nur Dreck. Dreck! Du Dreck! Macht, was euch befolgt. Ist der auch da drin? Ich glaube schon. Ja, wo sollte denn sonst sein? Die Festung gehört ja ihm. Das heißt, er hat... Das wird lustig. Sein Punkt schon da. Hey, du könntest ja die Minen bauen. Wie denn? Du bist doch Isengard, dachte ich. Ja, Isengard hat keine Minen. Ach so, die Minen. Ich dachte, du meinst die Minen von den Zwergen. Hey, nur nicht hingehen, der schießt dich ab. Ah! Da kommt was. Ja, gleich nicht mehr. Wieso hast du... Ach, du hast Plünderung schon gewählt? Ja. Wart. Bis sie warten wirst du wahrscheinlich noch müssen, weil ich wollte meine Einheiten aufrüsten. Bis sie warten wirst du wahrscheinlich noch müssen. Bist du Yoda oder was? Was? Bist du Yoda oder was? Wieso denn? Ja, der redet ja so. Nice, kriegt man dafür den Rohstoff, ey. Den Helm putt machen. Mhm. Oh. Was meinst du? Eine Menge ab. Noch ein Gebäude fertig, euer Werkzeug bereit. Ihr wisst, was zu tun ist. Das wirst du wahrscheinlich kennen, oder? Wenn die wenn dein Held in der Runde, in der auf Level 2 aufgestiegen ist, dann braucht er ewig lang, um weiter aufzusteigen. Ja, die brauchen lang. Das ist, damit du nicht auf Level 10 im ersten Kampf kommen kannst. Ja, ist auch so. Im nächsten Kampf kannst du dann ungefähr auf Level 3, 4 kommen oder sowas. Wobei du auch mit Mühe schaffst, auf Level 3 aufzusteigen. Du musst schon gut sein, gell? Ja, oder lang kämpfen halt. Soll ich mal das machen? Belagerungswerkstätte und alles? Ja. Dann mache ich das mal. Warum musst du denn unbedingt deine Rohstoffgebäude neben meins bauen? Das bringt ja gar nichts. Kannst du nicht mal. Verrückter Mongo. Junge. Ob wir den schon überrennen können, weiß ich nicht. Das neue Gebäude ist fertig. Ich weiß. Keine Ahnung. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich werde mal gucken, ich habe ja einen großen Weitblick. Und ich habe den Scheißtrick da. Und ich habe den Scheißtrick da. Ja, wie heißt das? Palantir-Vision. So ein Arschloch. Was? Ja, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Wie bist du da reingerannt? Ja, da war offen. Jetzt hat er gerade zugemacht, aber ich bin reingekommen. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Mimimi. Ich will wieder raus hier. Mach halt das Tor auf. Jetzt komme ich raus. Er hat das Tor aufgemacht. Voll Idiot. Ich gehe jetzt rein. Wir haben die Rüstung. Jetzt nochmal. Wer bist du? Ich weiß. Bewegung. Komm, geh mal rein. Ich wollte aber noch aufrüsten. Bewegt euch, ihr Schön Runde. Was, du hast mir gesagt, ich soll die Minen machen. Nichts kann die weiße Hand aufhalten. Aufwachen! Ich krieg langsam Hunger. Dann geh ich wieder raus. Ja, jetzt können wir schon reingehen, es ist auch schon überstimmt. Beeilt euch! Weiter! Ich kann sie riechen! Beeilt euch! Himmel, Herrgott, dass man die Türme immer so schlecht angreifen kann. Arbeitet an eurer Einstellung! Der Feind baut! Die schweren Rüstungen sind fertig! Ich kann Leitern bauen, bringt mir bloß nichts. Die schweren Rüstungen sind fertig, dann machen wir sie doch gleich mal. Du bist ein Mist. Sie füttern Essen. Da drin. Und der mit seinen scheiß Türmen echt ohne Witz. Das neue Gebäude. Das Geile ist, ich krieg nicht mal seinen. Weil schaut, es ist es wieder. Da kommt er die ganze Zeit dann an mit seinen Baumeistern, baut eins nach dem anderen, ja, und du kriegst ihn nicht tot, den scheiß Baumeister. Weil es nicht klappt. Ja, ich kenn's. Lass schaut schon wieder ein Baumeister. Ah nee, Quatsch, das ist ein Zuchtmeister. Ein Zuchtmeister? Ja. Hey, wo kommt der denn? Ach so, der. Hey, wieso schaut denn mein. Was? Wieso ist denn mein.
Lurz vorm Arsch. Wie, wer hat denn die getötet? Wen denn? Ja, Lurz hat die ganze Zeit Leben verloren, aber ich habe nicht sehen können, weil wer. Der ist tot, oder was? Lurz ist tot. Ja, ja, jetzt reiß ich ihn ein, jetzt reicht's mir. Ich klatsch oben rum. Das war, das war eine absolute Frechheit, sag ich dir. Weißt, die ganze Zeit, es hieß auch so, dieser Lurz hat das typische, den typischen Satz gesagt, seid ihr alle tot, weißt, dieses, wenn halt, ja, kennst du ja wahrscheinlich. Und irgendwie hat der dauernd Leben verloren. So, und deine Kampftrolle haben die ganze Zeit nicht angegriffen oder irgendwas, das sah irgendwie so aus. Was war dann da? Nichts, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es echt nicht. Magst du noch kurz warten, ihn komplett fertig zu machen? Warum? Dann kriege ich meine fertigen Ausrüstung. Ah ja, aber zuerst noch reinrennen. Was? Kannst du ja links noch was kaputt machen? Alter, hast du flippiert. Ah nee, Quatsch. Was hab ich? Das sind nur Urukai, oder? Was, Urukai? Weil es sieht aus, als hätte so riesen Gruppen an Berserkern. Ja, 1000 Berserker. Nee, das sind Urukai. Die, deine Leute greifen selber an, gell? Damit kann ich jetzt nichts machen. Was für eine Gruppe Spinnreiter? Fix. Arbeitet an eurer Einstellung. Ihr wisst, was zu tun ist. Aufpassen, du. Gockel ist gefallen. Fixer. Hurra! Jetzt greif mal an, oder? Du hast ja deine. Oder? Ja, wir können schon angreifen. Nicht der, der hat ihn, glaube ich. Der hat da unten eh noch Sachen. So ist nicht. Machen wir die Festung. Och Mensch, Mensch, meine sind fast auf Level 2, meine Urukai. Ja, macht ja nichts, wenn nicht zu Ende. Ja, aber. Ja, ja aber. Aber was? Dieses Totenkopfding ist von dir, gell? Ja. Vom. Das hat ja Leben. Achso, es bleibt also immer, solange es nicht kaputt gemacht wird, oder wie? Anscheinend. Macht euch kampfbereit! Na gut. Ich krieg langsam Hunger! Weiter, weiter! Ja. Mann. Ich hab mir meine Dunkle da gemacht. Eieiei. Schneetrolle sind irgendwie ziemlich gut bei dem. Schneetrolle sind auch gut. Haben die Gebiet schon? Nee, Gott. Nee. Nee, du? Nee, nee, nee. So nicht. Wir greifen an! Immer weiter! Bewegung! Schneller! Wir greifen an! Bade! Naja. Was mache ich noch? Ich baue eine Leiter. Das bringt gar nichts. Uhu. Ich wüsste was, guck mal. Ich halte gerade meine Wächter frei. Auf deine Einheiten. Ja, genau. So ist es. Alles weg, weil das ist nachhaltig auch problematisch dann. Hey, 9 Minuten der erste Kampf, jawohl. Lurz ist gleich erstmal gefallen, scheiß Direktor. Ja, aber mit meiner ist er auch weg. Die halte ich alle, hä? Ja, ich auch, weil die sind halt aufgelevelt, ja. Mhm. Nimm ich, oder? So geil. Das Territorium. Hat man den Lurz jetzt eigentlich noch? Ja, nimm du's ruhig. Den haben tue ich schon noch. Ja, macht's ja nichts. Hast du noch was zu kämpfen? Nö, ich warte auf dich. Okay. Ende. Im Gelände. Ja, der Mungomir oder was, das ist jetzt tot, weil er hat keinen Rückzug gehabt. Mhm. Immerhin ist er nicht ganz tot, also die Einheiten meine ich. Dazu, du hast es ja mir gegeben. Ich dachte, du wolltest es nehmen. Upsala. Na gut, ich nehme Isengard. Ja, jetzt kann man es nicht mehr ändern. Ja, nee, ich hab Isengard genommen, sag ich. Ach so, ja, ja, das passt schon. Nein, noch hast du es nicht. Ja. Sackgesicht.
Mensch noch mal. So, sehr schön. Was? Hä? Dahin gehen. Okay, passt, sehr gut. Verstehe ich. Wo gehen wir hin? Hier auf gegen Goffmog, oder wie er heißt, gell? Lautsch mal dann. Auf zum Angriff. Jetzt schon? Ja, hätte ich schon gesagt. Ja, du bist ja noch gar nicht da, du Dödel. Ja, aber dann, in der nächsten Runde. So, ja, klar. Ich hab ja gefragt, jetzt schon. Na du? Huch. Upsi. Wie das nu? Oh, Eckart, wie wird mir? Oder so ähnlich. Eher so ähnlich. Deine Mutter. Ist so ähnlich. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Beweg ich. Was? Lutz dodge ich noch. Genau da. Fertig. Kein Kampf. Das bei mir nicht. Nix. Region vereint. Rabatt und Bau von Belagerungseinheiten. Ja, das bringt mir viel. Ich werde keine machen. Minen, ja, toll. Ich muss aber dafür, um Minen zu bauen, muss ich erstmal aufleveln auf Level 3. Warum? Das ist ein Scheißdreck. Warum? Das ist halt so. Warum? Wollen wir jetzt zum Schlangenzunge gehen? Das ist meiner. Nein, nicht deiner. Saurons Mund meine ich. Hä? Saurons Mund? Wo ist Saurons Mund? Da, wo Goffmog gerade war. Da komme ich noch nicht hin. Ich kann dann auf die eine... Geh du mit dem Minimum auf die Einheiten und dann kannst du den anderen da kaputt machen. Kaputt putt machen. Putte machen. Putt machen. Dann geh ich da hinten auf Rogash. Was mache ich da hin? So. Mann, das ist lustig irgendwie. Meistens so, wenn nach ein paar Runden von Ringkrieg habe ich dann immer meistens so ewig viele Einheiten. Und die kann ich nicht mehr vorrutschen, weil die anderen Einheiten schon längst anstehen in den Grenzgebieten. Da kommt man nicht mehr weiter. Mhm. Das ist scheiße. So, was mache ich jetzt? Boah, ich habe so viele Rohstoffe. Ich habe jetzt gerade noch 7070 und habe schon alles ausgebildet, was ich haben wollte. Jetzt 5870. Okay. Bewegt. Fertig. Ja, was mache ich denn noch? Ich habe schon so viel davon. Mach doch. Heul nicht rum. Kannst du mich mal, was soll ich noch ausbilden? Nein, die sind gut. So, jetzt kann ich nicht mehr ausbilden. Halbtrolle mit Schwertern? Ja. Mhm. Hat aber 5 nicht gemacht. Doch, hatte ich da jetzt auch. Machen wir das auf normal. Automatisch berechnen. Warum? Ja, schauen wir, was der für Einheiten hat. Okay. Dünns. meine Leiste ist gerade kurz ein Stück nach oben gegangen, Stück nach unten. Ist mir aufgefallen. Keine Ahnung, was das heißt. Habe ich vielleicht was ausgebildet? Nein. Ja, das war klar, dass ich mit gegen den Gewirr gewinne, mit meinem Schlangenzunge voll besetzt gegen einen Mongo hier. Da rechts den Goffmog, den mach ich auch fertig. Soll ich das nehmen, mal das Gebiet? Mach ich. Deine Mutter. Wo ist noch? Kampf? Ich hab schon. Beim Goffmog, ich hab den fertig gemacht. Cool. Mhm. Ach, das ist cool. Was hast du bekommen? Bonusbaumeister. Ach, das ist da oben im oberen rechten Eck, wenn du alle da alles eingenommen hast. Also ich muss ja sagen, jetzt das läuft ziemlich gut. Gehen wir gegen Rogash. Du Azog, ich Lutz. Gegen Zog. Rogash, warte kurz. Ja, das Gebiet da. Ich kann ihn nämlich einkesseln von hinten und vorn. Nee, mach ich lieber nicht. Weil da habe ich Mongomir noch. Der Bongomir. Stimmt, aber wir gehen hin. Ich folge dir. Ja, mein Meister.
Oder so ähnlich. Mhm. Ich will gar nichts mehr ausbilden, ich habe dann so viele Einheiten. Das ändert sich noch. Hm, nicht so viel. So. Und dann noch etwas ausbilden. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und dann hier und da und dann. Ah. Okay. Fertig? Moment. Hab's gleich. Die schicke ich noch darüber. Beeilung. Ach, gib mal Ruhe. Die können ja noch eins weit. Mach ich da mal. Ach, ich mache einfach mal die Trolle da. So, jetzt zack, zack hier. Zacke, 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 zacke. Hoi, hoi, hoi. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, machen wir mal einen Cut, oder? Weil jetzt schon kurz im Kampf. Ja, jetzt haben wir eh schon wieder. Ja, der letzte Kampf ging 9 Minuten, plus dieses bisschen okay, rumgekramselt. Gut, dann machen wir einen Schnitt. Tschüss.